Hallo Vogue, ich bin's Nikita Thompson und heute zeige ich euch meinen Glamorous Eyeshadow Vogue Look. So, ich bin natürlich geduscht, habe die Zähne geputzt, dabei getanzt, einfach Musik anlegen und so ein bisschen den Körper auch warm werden lassen. Weil wir starten immer von 0 auf 100 und das ist nicht so gesund, habe ich gelernt in den letzten Jahren. Und dann starte ich mit The Rich Cream. Hört sich schon rich an. Dachte ich, kann nur funktionieren. Ein bisschen schütteln, dann kriegt man schon so ein Barkeeper-Feeling. Das ist ja auch ganz positiv. Und dann pumpen und dann ins Gesicht. Ich klopfe gerne. Ich denke, ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass das jung hält. Also mache ich das auch mit. Das einziehen lassen. Und dafür habe ich meinen berüchtigten Fächer. Und das muss ein bisschen einziehen. Jetzt kommt mein Favorite Part. Ja, auch mal sehr, sehr wichtig, dass man daran erinnert wird. Und früher habe ich mir Dinge auf den Spiegel geschrieben. Und heutzutage geht es ganz einfach mit den Eyepatches. Da steht nämlich drauf Goddess. Und hierfür gibt es extra ein Serum. Dieses Serum ist so gut. Warum? Ich kann die Eyepads zigtausendmal benutzen. Ich muss sie nicht wegschmeißen. Also auch nachhaltig. Ich weiß. Wird super, ne? So, und jetzt Serum. Tröpfchen, Tröpfchen. Beim Make-up mache ich manchmal ganz komische Gesichtsausdrücke. Ist aber nicht schlimm, gehört dazu. Jetzt habe ich meine Eyepatches drauf. So, jetzt haben wir ein paar Sekündchen. Jetzt muss ich ein bisschen tanzen. Und für die, die sagen, ich kann nicht tanzen, einfach marschieren. Hier hoch. And step, 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 step. Kopf. Welle. Pose. Wer ist die Queen? Pose. Let's go. Weiter geht's. Goddess kommt ab, bleibt aber in meinem Soul erhalten, in meiner Seele. Don't forget your goddess. Und jetzt berühre ich meine Haut gar nicht, sondern setze meine Krone ab und kümmere mich um mein Haar. Es ist zwar kurz, aber ich brauche viel Pflege. Davon ein bisschen rein und rein massieren tatsächlich. Und wenn man lange Haare hat, einfach über Kopf alles machen. Das finde ich immer besser, weil dann kommt so ein Volumen wieder zurück. Ich muss aber richtig viel, so Ende aus, patsch, patsch auf den Kopf. Und massieren. Muss ich sagen, das habe ich in der Corona-Zeit wirklich gelernt, mich mal ein bisschen mehr zu kümmern und auch nicht alles so hektisch zu machen. Das ist mein Afro-Kamm. Und was so ganz toll daran ist, schaut mal, was das ist, eine Faust. Also es geht immer um Peace und um Gleichberechtigung. Sogar mit den Haaren, denn für POCs war es nicht so einfach, die gleichen Rechte zu bekommen. Ist es bis heute nicht. Und dementsprechend seine Haare als Afro zu tragen, war immer schon ein Problem und wurde als unordentlich, als unseriös betrachtet. Und manchmal bis heute noch, wenn wir dann unsere Haare flechten, dann ist das irgendwie nicht ganz so schick, was natürlich Quatsch ist, denn das ist eine absolute Kunstform zu flechten. Und jetzt kommt mein Charme. Das ist wirklich Magic. Für krause Haare und gerade für kurze Haare extrem wichtig. Es hilft auch, meine Krause nochmal zu definieren. Ne? Und dann immer kreisen. Also wenn ich jetzt so mache, bringt gar nichts. Es muss schon so sein, wie Löckchen gedreht sind. Ne? Und dadurch, dass ich zwischendurch in meinem Leben viel Stress hatte und habe, hat sich was bei mir entwickelt, wo viele Menschen nicht drüber sprechen. Und zwar hat sich bei mir ein Stressbein entwickelt. Das ist genau hier. Und den versuche ich dann mit der Krause etwas zu beheben. Jetzt mache ich natürlich noch einen Seitenscheitel und den gehe ich immer von der Augenbraue hier in der Mitte raus und ziehe es hier. Und wenn ich dann sehe, ah, hier ist das Haar ein bisschen schütter, gehe ich noch ein bisschen höher. Also hier hin. Und dann finde ich, passt das ganz gut zum Gesicht. Ah ja, hier sehe ich schon wieder Nikita. Geht besser. Alles geht. Nix muss. So, und dann komme ich natürlich noch mal rein mit meinem Gel. Ich kaufe alles, was rot oder lila ist. Ist auch ein bisschen verrückt. Ist mir irgendwann mal aufgefallen. Mit Grün brauchen wir gar nicht kommen. So, das geht noch ein bisschen doller hier. So, Frau Thompson. Concentration. Und manchmal gibt es auch so einen Kamm. So, da kann ich nämlich mir eine kleine Gehirnmassage geben und zugleich die Haare ein bisschen runterziehen. Was mir total oft passiert, ist ja so, wenn ich Sonnencreme auflege, dass dann manche Leute so gucken und denken, was soll das denn jetzt? Ja, die braucht doch gar keine Sonnencreme. Die ist doch schwarz. Ja, aber ich habe auch Pigmente. Dementsprechend brauche ich auch Sonnencreme, um meine Haut zu schützen, weil die Sonne wird immer aggressiver. Und trotzdem nur für euch, die ein bisschen heller sind als ich. Ihr werdet trotzdem braun. Und ich auch. Das ist meine Sonnencreme. Die mache ich immer drauf. Every day. So, das muss auch schön einwirken. Ein Traum. Weiter geht's. Und zwar habe ich das jetzt hier mitgebracht, aber ich benutze es so selten, dass ich nicht mal weiß, wie es euch richtig zeigen soll. Deswegen kann ich euch nur sagen, es tut gut, wenn man es macht. Aber technisch
bin ich nicht versiert. Oh, auf einmal macht es richtig Spaß. Wow, ich spüre was. Meine Augencreme kommen jetzt schon ein bisschen zu gebappt vor. Aber so ist das, ne? Wer schön sein will, muss leiden. Was ist das eigentlich für ein blöder Spruch? Wer schön sein muss, sollte genießen, sollte sich abfeiern. So sollte der Spruch sein. Ist ja total blöd. So, das Gesicht ist set und jetzt lege ich los. Tatsächlich fange ich mit der ganzen Grundierung an in meinem Gesicht. Das ist mein Favorite Make-up. Und da ich es immer schön finde, wenn ich nach und nach legen kann, anstatt gleich alles drauf zu hauen, mache ich immer ganz wenig drauf. Und ich fange außen an. Tupfen, tupfen, tupfen. Gerade in der Nasenfalte, in den Lachfalten. Zwei verschiedene Farben, denn innen bin ich ein bisschen heller. Ich setze dann in der Mitte einen Strich. An den Wangenstrich, am Kinn und auf der Oberlippe. Auch ziemlich wenig. Ich bin gesegnet, meine Haut macht mit. Natürlich kurz vor dem Datum heute habe ich nochmal 3 Pickel gekriegt. War klar, aber ich behandle auch Pickel als Freunde und gebe denen einfach so einen Namen. Das ist also einmal Beate, Anke und Knut. Das sind meine Geschwister, die heißen nämlich so. Beate, Anke und Knut, ihr habt richtig gehört. Und die sind manchmal so nervig, Geschwister, kennt ihr das? Dann benenne ich meine Pickel danach. Natürlich mit ganz viel Liebe im Herz, aber Nerven tun sie manchmal. Und dann lege ich natürlich los mit den Highlighten. Das ist mein Baby. Und auch mein Näschen kann ein bisschen Kontur gebrauchen. Also das, da muss ich sagen, habe ich lange gebraucht und dann kam Fenty Baby. Und zwar unter der Wangenknoche. Viele Freunde sagen dann, ja, aber ich habe keine Wangenknochen. Sag ich, okay, dann lach und dann schau mal, wo du es gerne setzen würdest. Am besten nicht hier, sondern da, wo du merkst, dein Smile wird groß. Und dann, da gehe ich aber voll rein. Hoch, runter, hoch, runter. Da gehe ich nicht in eine Richtung, sondern ich mache so. Weiß jetzt nicht, was meine Mädels sagen würden, die mich schminken. Mir macht es ja auch Spaß, mich zu schminken. Das muss ich echt sagen. Manchmal denke ich mir auch, okay, jetzt geh mal ohne raus. Und dann habe ich mal das Gefühl der Unsicherheit. Und jetzt habe ich wirklich daran gearbeitet, dass ich auch ungeschminkt rausgehe und sage, ja, dunkle Augenringe habe ich. Also, dass es dunkler hier ist. Aber es ist okay. Was man dann aber oft hört, ist, Mensch, geht's dir gut? Du siehst so müde aus. Weil du mich sonst immer geschminkt siehst. Und das ist natürlich auch dann ein Fehler, weil man kann ja auch rausgehen und wenn die Menschen einen öfter ungeschminkt sehen, dann wissen die auch, wie man ungeschminkt aussieht. Es geht weiter mit dem M. Was ist das M? Meine Augenbrauen. Das ist wirklich jedes Mal aufregend für mich. Da ich einfach wenig Augenbrauen habe, versuche ich da richtig Gas zu geben. Ich fange vorne an, weil da ist ja kaum Haar. Ein Stift ist alle. Also da ist nichts mehr drin gewesen und ich hatte jetzt auch keine Zeit shoppen zu gehen. Das ist so ein Gel. Gel für die Augenbrauen. Ein Traum. Habe ich aber nicht dabei. Ist nicht schlimm. Nehme ich einfach Spucke. Nein, natürlich nicht. Und jetzt benutze ich Liquid. Ganz wenig mache ich da. Ich versuche es zumindest. Ein wenig Concealer. Hier hin. Und hier hin. Und wieder tupfen. Jetzt kommt mein Favorite Rouge. Ich habe mich heute für Orange entschieden. Das hält mich frisch. Und auch wenn man eine helle Hautfarbe hat, Orange funktioniert. Noch ein bisschen auf die Nase. Ganz wenig. Lipgloss, egal welcher. Da achte ich auch überhaupt nicht auf Marken. Und dann habe ich noch was ganz Schönes. Das wird dann leicht rot. Dann geht's weiter. Und zwar, jetzt wird's spannend. Mein Highlight ist heute das Grün oder das Grün. Ich mache beides. Komm, wenn man sich nicht entscheiden kann. Und ich fange mit dem hellen an. Hellen Grün. Ich setze das immer mittig ein. Und jetzt gehe ich in die Mitte und nach außen. Und leicht drüber. Das heißt, Mitte, außen, leicht drüber. Und schon seht ihr den Unterschied. Und ich würde sagen,
dass man das wirklich so macht, wie man es fühlt. Und wenn man gar nichts fühlt und man sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, das haben wir ja oft, ne? Ich weiß es nicht, ich kann das nicht, einfach machen. Ihr könnt es natürlich. Jetzt verblende ich das ein bisschen, weil ich merke, okay, beide Seiten schafft es ja wohl gar nicht, die gleich hinzukriegen hier vor lauter Aufregung. Also machen wir doch ein Mischi-Maschi draus. Hier aufpassen, dass alles nach oben geht. Jetzt tusche ich meine Wimpern. Ich verwende natürlich gerne die Dinge für mehrere Sachen. Das heißt, ich mache jetzt meinen Rouge, meinen roten, ein bisschen auf die Lippe. Fast hätte ich es vergessen. Noch ein bisschen Puder. So, Dille, I am ready. Das ist mein Glamorous Eyeshadow Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir und habt noch ein bisschen was dazugelernt. Das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch mehr Beauty-Videos anschauen wollt, hier oder da. Egal, einfach klicken.